Hallo und willkommen hier wieder zu den Yu-Gi-Oh! News und zwar zu der Deckliste von Wave of Light Structure Deck, also die Structure Deck Wave of Light, ist auch hier wieder erschienen. Da sehen wir das, lauter Monster, Zauber, Fallen und eine Token, kein extra Deckmonster. Hier nochmal ein bisschen größer. Gut, also wir haben hier Eva. Ich weiß die ganze Karte nicht, also müsst ihr leider selber nachschauen. Und dann Sacred Arch, Arknight, Passhard, Minerva, School of Sky. Ah, ein bisschen für Lichtverpflichtet. Power Angel, Valkyrie, Neo, oder ich glaube, das ist das Neo Passhard, The Sky Paladin, Air Knight, Passhard, Meltiel, Sage of the Sky, Harvest Angel of Wisdom, Bountiful Artemis, Liar of the Liberator, Guiding Ariadne. Auch Lord Christa, okay, die ist gut. Die ist ja die mit den 2800 Angriff und wenn man genau drei Fee-Monster für die Fall kann, die Spezialbeschwörung beschwören und kein Spieler kann mehr Monster Spezialbeschwörung beschwören. Dann Splendid Venus, dann noch Athena, das ist so eine Draw-Karte, glaube ich, dass man ein bisschen zieht, also die Monster. Tethys, Goddess of Light, Hecatris, Galenduo, Nova Summoner, okay. Dann Hornets ist natürlich hier drinnen. Dann drei Herald, einmal Herald auf Orange Light, Green Light und Purple Light. Dann noch den Guiding Light. Dann ein Didi Sprite, Hanevata. Okay, ich weiß nicht, was das macht. Okay. Das Sanctum of Parsort. Ich glaube, Hanevata war doch bei dem Yu-Gi-Oh! Film ganz am Anfang. Also mit den Lichtpyramiden und so weiter. Als Promokarte, glaube ich, dabei. Dann das Sanctuary of the Sky in the Sky. Feldzaubergott, glaube ich. Cards from the Sky. Celestial Transformation, Valhalla, Horn of Fallen, um Feen als Spezialbeschwörung zu beschwören, wenn man keine Monster kontrolliert. Tides of the Brethren, Rebirth of Parshard, Light of Judgment, Miraculous Descent, Synthetic Seraphim, Divine Punishment, Dark Bribe, Solemn Warning, ist auch immer gut, Ultimate Providence, Drastic Drop Off, Recall, und Synthetic Seraphim Token. Das war's. Okay, also changed vom, also die OCG Version hatte Solemn Judgment und Big Hun Light. Oder das ist Solemn, ja, und wir haben Dark Pride und Recall. Gut, das war's auch mal von diesen hier. Also da wird er auch dabei sein. Eine sehr gute Karte. Wieder Feen-Unterstützung. Ich weiß nicht, ob man die mit Herald-Decks irgendwie zusammenmischen kann. Keine Ahnung, mal schauen. Gut, das war's eigentlich wieder und bis zum nächsten Mal.